Das Lied dieser Woche heißt O Gnade Gottes oder Englisch, es kommt aus dem Englischen Amazing Grace. Der Autor dieses Liedes ist John Newton, der 1725 in London geboren wurde. Und er wuchs in einer christlichen Familie auf. Seine Mutter war sehr gläubig, die aber sehr früh starb, nämlich als John 7 Jahre alt war. Und sein Vater heiratete noch einmal und um aus dem Jungen einen guten Jungen zu machen, hat er ihn in eine Militärschule gesteckt. Aber John ertrug diesen starren Disziplin, dieses starre Disziplinregime nicht und er verließ die Militärschule mit 10 Jahren. Und er hoffte, woanders ein gutes Leben zu finden. Aber sein Vater nahm ihn mit. Er war Seemann, hatte ein Schiff und er wollte aus ihm wenigstens einen guten Seemann machen und so hat er ihn mitgenommen. John war sehr früh enttäuscht von seinem Leben, er wurde ein verhärteter Mensch und er ging von seinem Vater weg und ging in die Royal Navy, desertierte aber kurze Zeit später und wurde fortan wie ein Krimineller behandelt, weil er aus der Armee weggelaufen ist. Und um diesem Ganzen zu entfliehen, floh er nach Afrika, um allen Menschen, die ihn kannten, aus dem Weg zu gehen. Und er kam in Kontakt mit einem Sklavenhändler, der ihn dann auf seinem Schiff einsetzte, weil er sehr gut war im Navigieren eines Schiffes und so fand er dort Arbeit. Aber dieser Captain des Sklavenschiffs und seine Frau, die haben ihn schrecklich behandelt, haben ihn wirklich das Leben schwer gemacht und eines Tages einfach aus Bosheit oder Frust, wie auch immer, hat er ein Fass rumgeholt und hat alle auf dem Schiff besoffen gemacht und es gab Probleme und fortan hat der Captain ihn unten im Schiff arbeiten lassen, damit er gar nicht mit den anderen Leuten in Berührung kommt. Und er wurde ständig erniedrigt, hat schlechtes Essen gehabt und bei einer Gelegenheit fiel er über Bord und der Captain hat ihn mit einer Harpune aufgespießt und ihn so wieder ans Boot zurückgeholt, weil er ihn brauchte als Navigator. Und irgendwann schaffte er es aber, von diesem Captain wegzukommen, nämlich mit 39 Jahren. Und er wurde Pastor in einer Gemeinde und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass in der Kirche Lieder gesungen werden, die davon erzählen, was Menschen, die an Gott glauben, so erlebt haben. Bis dahin wurden mehrheitlich nur Psalmen gesungen und es lag ihm sehr am Herzen, diese Lieder, die wirklich von dem Alltag des Glaubens erzählen, in die Kirche zu bringen. Und so schrieb John viele Lieder, aber das bekannteste von ihm ist dieses Amazing Grace, O Gnade Gottes. Und das wird auch in sehr vielen Musikrichtungen gespielt, im Pop-, im Jazzbereich. Und ich denke, es gibt kaum eine Kirche auf dieser Welt, in der es nicht schon gesungen wurde. Und so lass uns dieses Lied gemeinsam singen. O Gnade Gottes, wunderbar. Mancher Art, wo dich ja schon
Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch Freude bereitet und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.